In Fantasy lernen wir, egal in welche Richtung Reisende auch aufbrechen, sie werden früher oder später ein Dorf erreichen und dort eine gemütliche Taverne finden, in der sie unterkommen können. Doch im Mittelalter war das gar nicht so. Aber keine Sorge, auch im 13. Jahrhundert mussten Reisende nicht bei eisiger Kälte und strömendem Regen in der Wildnis unter freiem Himmel schlafen. Tavernen brauchte nämlich überhaupt niemand. Es gab mehr als genug andere Reiseunterkünfte. Und welche das so waren, das und vieles mehr erfahren wir in diesem Video. Für alle Fans des Wildcampings unter euch habe ich am Ende noch eine kleine Bonusgeschichte aus der mittelalterlichen Epik für euch mitgebracht. Bleibt also gespannt. Im heutigen Video werde ich mich auf das 13. Jahrhundert plus minus das ein oder andere Jährchen konzentrieren. Warum das so ist, könnt ihr gerne in der Videobeschreibung genauer nachlesen. Falls das mit den Reiseunterkünften in eurem Lieblingsjahrhundert im Mittelalter ein bisschen anders ausgesehen hat, dann schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Bevor wir jetzt jedoch allzu lange mit irgendwelchen Zahlen herumhantieren, kommen wir direkt zur ersten Unterkunftsart. Im Fantasy kennen wir die Gastfreundschaft vor allem von nomadischen Wüstenvölkern. Das ergibt auch irgendwie Sinn. Wüsten sind sehr lebensbedrohliche Umgebungen und dort müssen sich Menschen auf einen gewissen Rahmenvertrag einigen. Wenn sie andere Menschen sehen, dann müssen sie sich darauf verlassen können, dass sie dort Wasser, Verpflegung, einen sicheren Schlafplatz und auch Rat finden, für den Fall, dass sie sich verlaufen haben. In der realen Welt wohnt die Gastfreundschaft aber so ziemlich jedem Kulturkreis inne. Im Mittelalter war die Gastfreundschaft sogar eine christliche Tugend durch alle Stände hinweg. Das lässt sich im Alten Testament und im Neuen Testament mehrmals nachlesen. Also konnten sich Reisende, egal wo sie gerade waren, darauf verlassen, dass sie bei irgendeinem Fremden schon kostenlos unterkommen werden? Ganz so einfach war es natürlich nicht. Auch im Mittelalter hatten die Menschen Bedenken, irgendwelche Wildfremden bei sich unterkommen zu lassen. In Predigen wurde immer wieder daran erinnert, dass man als Christ verpflichtet war, gastfreundlich zu sein, vor allem Glaubensgenossen gegenüber. Allerdings waren Prediger auch nicht unbedingt weltfremd. Sie wussten, dass das irgendwo unrealistisch ist. Deswegen gab es gewisse Bedingungen bei der Gastfreundschaft. Zum einen war man als Gast dazu angehalten, die Gastfreundschaft nicht übermaß zu strapazieren und außerdem war man seinem Gastgeber Rede und Antwort schuldig. Bei längeren Aufenthalten konnte der Gastgeber sogar erwarten, dass der Gast bei den täglich anfallenden Aufgaben half. Und das ist gerade für Roman- und Pen-and-Paper-Welten unglaublich spannend. Stellt euch einmal die Situation vor, dass eure Abenteuergruppe nach einem langen Tag Wandern in einem Dorf ankommt, dort in einer Taverne eine Münze auf den Tisch haut und dann schlafen geht. Das ist irgendwie langweilig, oder? Jetzt stellt euch besagtes Dorf vor, ohne eine Taverne. Ein freundlicher, älterer Bauer erklärt sich bereit, ihnen Unterkunft zu gewähren. Allerdings hat der ältere Bauer auch ein Anliegen, das eine mutige Abenteuergruppe für ihn erledigen könnte. Er war kürzlich im Wald und ist dort einem schrecklichen Monster begegnet. Weil er ein einfacher Bauer ist und kein Kämpfer, hat er natürlich das Logische getan, hat die Beine in die Hand genommen und ist davon gelaufen. Dabei hat er blöderweise sein Lieblingsmesser verloren, das ein Erbstück seines Opas war. Als Gegenleistung dafür, dass er die Abenteuergruppe also bei sich unterkommen lässt und ihnen vielleicht sogar etwas zu essen gibt, könnte er sie darum bitten, doch mal im Wald nach diesem besagten Messer zu gucken. Wenn ihr minispielaffine SpielleiterInnen seid, dann könnt ihr die Situation noch ein bisschen mehr anpassen. Vielleicht ist der Bauer nicht alt und einsam, sondern der Vater einer jungen Familie. Für gewöhnlich hütet der Sohn des Vaters die Schweine des ganzen Dorfes im nahegelegenen Wald. Jetzt hat sich der Junge jedoch beim Hüten der Schweine verletzt und die ganze Familie ist in Aufruhr und versucht den Jungen erstmal zu versorgen. Allerdings müssen die Schweine natürlich auch vor Sonnenuntergang wieder zurück ins Dorf getrieben werden. Da aber im Dorf niemand so wirklich Zeit dafür hat, bietet es sich natürlich an, dass eine Abenteuergruppe, die gerade angekommen ist und die Dorfgemeinschaft um etwas bittet, als Gegenleistung die Schweine erst wieder zurück ins Dorf treiben muss. Ich selbst bin kein Experte für Minispiele im Pen and Paper. Falls euch hierfür aber eine coole Idee einfällt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. In mittelalterlicher Epik sind die Helden ständig unterwegs. Und wo kommen sie nachts unter? In Burgen. Im höfischen Roman Iwein ist der gleichnamige Held ständig auf dem Weg und findet immer irgendwelche Burgen, die er noch nicht kennt. Die Burgherren, obwohl er ein Wildfremder für sie ist, nehmen ihn bereitwillig auf. Einfach, weil er ein Standesgenosse ist und einen sehr ehrenvollen Eindruck macht. Die Burgherren geben ihm einen gemütlichen Schlafplatz, sie essen gemeinsam reichlich zusammen und sie geben ihm Rat, wo er das nächste Abenteuer findet. Der Rat ist in der mittelalterlichen Welt besonders wertvoll, da wir in einer Zeit sind, in der es noch kein Internet gibt und auch alle Karten, die zur Verfügung stehen, noch nicht besonders genau sind. Deswegen ist
es in einer fremden Umgebung besonders wertvoll, wenn ein Ortskundiger mir mit Rat zur Seite stehen kann. Zugegebenermaßen klingt das jetzt erstmal nach einer Unterkunftsart, die nur etwas für Adlige ist. Allerdings bedeutet das nicht, dass eure Abenteuergruppe nicht auch in Burgen unterkommen kann. HeldInnen haben immer einen Ruf. Sie sind unterwegs, sie erleben Abenteuer, sie helfen anderen Menschen. Und wenn der Ruf gut genug ist, dann würde auch ein Burgherr sich bereit erklären, seine Pforten zu öffnen und die Abenteuergruppe hereinzulassen. Wenn ihr den Radius dieses Rufes noch ein bisschen ausweiten wollt, dann könnt ihr das mit Geleitbriefen oder Ehrentitel tun, die von wohlhabenden und einflussreichen Questgebern als Questbelohnung gewährt wurden. Und wenn die Abenteuergruppe dann bei einem Burgherrn unterkommt, der wiederum ein Anliegen hat, dann ist das auch wieder ein einflussreicher und mächtiger Questgeber, der wieder eine genauso gute Belohnung ausstellen kann. Im Mittelalter hatten wohlhabende Menschen, das betrifft vor allem Adlige, Fernhandelskaufleute und Zunftmeister, weitreichende Netzwerke, die sich über ganz Europa erstrecken konnten, teilweise sogar über den Kontinent hinausreichten. Aber auch weniger wohlhabende Menschen, zum Beispiel Studenten und Handwerksgesellen, hatten durchaus ein gewisses Netzwerk, weil sie im Laufe ihrer Tätigkeit immer wieder unterwegs sein mussten. Besonders für Kaufleute ist früh bezeugt, dass sie sich um weitreichende Netzwerke bemüht haben. Die Hanse ist unter anderem aus diesem Bedürfnis heraus entstanden. Für das Jahr 1228 ist das Kontor der Deutschen belegt, in dem deutsche Kaufleute in Venedig Unterschlupf gefunden haben, Verpflegung und sogar ein Warenlager. Ebenfalls aus dem 13. Jahrhundert kennen wir Händlerunterkünfte, die sich auf Passhöhen befinden, sodass Händler, nachdem sie den anstrengenden Aufstieg bewältigt haben, erstmal in einem Haus unterkommen konnten. Das muss nicht üppig ausgestattet gewesen sein, aber sie konnten sich auf jeden Fall vor Wind und Wetter geschützt ausruhen, bevor sie den Abstieg wieder gewagt haben. Und auch Abenteuergruppen können Netzwerke haben. Wenn sie schon etwas länger unterwegs sind, dann haben sie schon einige Abenteuer erlebt, haben schon einigen Leuten geholfen. Und wenn sie zufälligerweise wieder an einen Ort kommen, wo sie vorher schon mal gewesen sind, dann werden Menschen, die vorher schon Hilfe von ihnen bekommen haben, sie mit Sicherheit auch gerne wieder aufnehmen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass HeldInnen auch immer einen Hintergrund haben. Irgendwas haben sie gemacht, bevor sie auf Abenteuerreise gegangen sind. Das heißt, sie haben Freundschaft, sie haben Familie. Wenn sie an einem Ort sind, in dem sie FreundInnen oder Familie haben, dann können sie auch bei denen unterkommen. Vielleicht habt ihr aber auch eine Händlerin in der Abenteuergruppe, die sich und ihre Gefährtin in einer Handelsunterkunft unterbringen kann. Vielleicht ist ein anderer Held aber auch ein ehemaliger Student oder übt ein Handwerk aus, sodass er schon auf Studienreise war oder auf der Wald und somit schon ein gewisses kleines Netzwerk aufgebaut hat, auf das er auch zurückgreifen könnte. Die private Gastwirtschaft ist der Vorläufer der kommerziellen Gasthäuser. In den Quellen tritt auch schon früh der Begriff Wirt auf, allerdings dürfen wir uns darunter nicht den typischen Tavernenwirt vorstellen. Die meisten Wirte im 13. Jahrhundert waren noch Leute, die ein anderes Gewerbe ausgeübt haben, meist Kaufleute, aber es gibt auch eine Vielzahl anderer Berufe und Reisende nur nebenbei in ihren Privathäusern untergebracht haben. Damit funktioniert diese private Gastwirtschaft eigentlich relativ ähnlich zur Gastfreundschaft, nur dass diese eben entgeltlich ist. Meistens hatten diese Wirte nicht mehr als ein freies Bett, in dem allerdings mehrere Gäste untergekommen sind. Das stand auch meistens in der Schlafstube, in der auch der Wirt und seine Frau schliefen. Oft war die ganze Familie in diesen Betrieb eingebunden. In den Preis war manchmal ein Essen inbegriffen. Wenn das nicht der Fall war, dann durften die Reisenden aber meistens zumindest in der Küche dieser Privatleute eine eigene warme Mahlzeit zubereiten. Die Wirte begegnen uns ganz oft in Pilgerberichten und Pilgerführern. Dort kommen sie in der Regel aber nicht ganz so gut weg. Man unterstellt ihnen geizig zu sein, man wirft ihnen vor, ahnungslosen Reisende übers Ohr zu hauen und manchmal unterstellt man ihnen sogar, dass sie ihre Gäste ermorden, um an ihre Habseligkeiten zu kommen. Ganz so drastisch müssen eure Wirte natürlich nicht vorgehen, aber aus Betrugsversuchen lassen sich auch neue interessante Geschichten stricken. Vielleicht ist eure Abenteuergruppe auch Opfer eines Betrugsversuchs oder eines Diebstahls durch einen Wirt geworden. Jetzt muss die Abenteuergruppe erstmal das Vertrauen der lokalen Ansässigen gewinnen, sodass sie diesen Fall aufklären können und wieder Recht und Ordnung walten lassen können. Vielleicht decken sie dabei ja sogar ein kleines Netzwerk von Verbrechern auf, in das betrügerische Gastwirte, Kaufleute und Geldwechsler involviert sind. Damit habt ihr entweder wieder einen völlig neuen Questhook für ein größeres Abenteuer oder einfach eine Möglichkeit, ein paar zusätzliche Erfahrungspunkte zu verteilen. Den größten Teil des Mittelalters waren Klöster die Unterkunft für Reisende. Das zeigt sich schon in der benediktinischen Regel, in der alle Mönche dazu angehalten werden, allen Fremden gegenüber gastfreundlich zu sein, da in jedem Fremden auch Christus ist. Der Klosterplan St. Gallen, das ist quasi der Idealtyp des karolingisch-benediktinischen Klosters, zeigt, dass schon im Frühmittelalter in den Klosteranlagen
Unterkünfte sowohl für wohlhabende als auch für arme Gäste eingeplant werden sollten. An vielbereisten Straßen gab es sogar Klöster, die ganze Massenquartiere eingerichtet haben. Klöster waren allerdings nicht immer an vielbereisten Straßen gelegen. Manche entstanden auch aus Einsiedeleien fernab von Zivilisation, sodass manche Reisende durchaus auch in der Wildnis auf eine gute Unterkunft hoffen konnten. In den Klöstern gab es nicht nur einen Schlafplatz, sondern auch etwas zu essen und etwas zu trinken. Das fiel je nach materieller Beschaffenheit des Klosters mal mehr, mal weniger üppig aus. All das war kostenlos, allerdings zeigten sich die meisten Gäste in Form von Spenden erkenntlich. Wenn das Kloster besonders wohlhabende oder besonders mächtige Gäste hatte, dann konnte diese Spende auch mal in Form von Ländereien oder Wiesen geschehen. Weniger gut betuchte Gäste begnügten sich mit einer symbolischen Münze und wenn sie die nicht hatten, dann ließen sie irgendwas da, was in ihrem Reisegepäck gerade nicht unbedingt vonnöten war. Das Wort Hospital ist in europäischen Sprachen heute ein Wort für Krankenhaus. Das englische Hospital, das französische L'Hôpital, aber auch das etwas altertümlich anmutende deutsche Wort Spital sind alles Wörter für Krankenhaus. Dabei bedeutet das lateinische Wort Hospitium erstmal nur Gastfreundschaft, Herberge, Unterkunft oder Quartier. In Hospitälern kamen durchaus Kranke und Arme unter, aber eben auch Reisende, meistens jene, die nicht ganz so viel Geld hatten, und meistens Pilger. Im 12. und 13. Jahrhundert beobachten wir einen Anstieg ärmerer Pilger und damit auch einen Anstieg von Hospitälern. An manchen sehr gut besuchten Pilgerstraßen war es wohl so, dass alle paar Kilometer ein Hospital errichtet wurde. Gegründet wurden diese häufig von Städten, von geistlichen Gemeinschaften, also Bruderschaften, Stiften oder Kirchen und von Ritterorden. Ihr kennt bestimmt den Orden der Johanniter. Dieser hat seinen Ursprung als Hospitalorden und gar nicht als Militärorden. Hospitäler sind ähnlich wie Klöster. Es gibt dort einen Schlafplatz, etwas zu essen, das wieder je nach materieller Ausstattung mal mehr, mal weniger üppig ausfällt und das Ganze ist kostenlos. Spenden gab es nicht so oft, da Hospitäler vor allem für arme Leute waren. Sie waren auch auf eine größere Masse ausgelegt und dort konnte es durchaus sein, dass man als Reisender zusammen mit Kranken einquartiert wurde. Im späteren Verlauf des Mittelalters gab es dann wohl sowas wie einen Pilgerschein, ohne den es immer schwieriger wurde, als Fremder in Hospitälern unterzukommen. Man fürchtete wohl, dass das System zu sehr ausgenutzt wird. Wie versprochen, habe ich für alle Fans des Wildcampings jetzt noch eine kleine Bonusgeschichte dabei. All diese Unterkünfte, die wir kennengelernt haben, bedeuten natürlich nicht, dass eure HeldInnen nicht auch mal unter freiem Himmel schlafen können. Das sollte allerdings immer eine Notlösung sein und das ist auch so ungewöhnlich, dass in 99% der Fällen dann auch etwas Außergewöhnliches passieren sollte. Der höfische Roman Erek handelt von einem gleichnamigen Protagonisten, der viel auf Abenteuerreise ist und einmal findet er auch keine zivilisierte Unterkunft. Deswegen sucht er Zuflucht in einem vermeintlich leerstehenden Haus. Die Hörerschaft und auch der Autor Hartmann von Aue wussten, dass das eine ungewöhnliche Situation ist und wussten auch, dass das bedrohlich ist. Deswegen passiert auch gerade in dieser Nacht etwas Außergewöhnliches. Das vermeintlich leerstehende Haus ist nämlich gar nicht leer. Erek findet dort den verarmten Ritter Coralus. Dieser ist jedoch nicht gefährlich, im Gegenteil hilft er Erek sogar und treibt die Handlung des Romans voran. Und obwohl Erek hier nicht in Gefahr schwebt, ist es ein gewisser Bruch in der Handlung, der eben erst dazu führt, dass die Handlung weiter vorangetrieben wird. Ihr könnt eure Abenteuergruppe also durchaus auch mal in der Wildnis schlafen lassen. Allerdings sollten die HeldInnen selbst immer darauf bedacht sein, dass sie zumindest ein Dach über den Kopf haben. Sei das nun eine Ruine, eine Höhle oder ein Erdhang, unter dem sie sich verschanzen. Und wenn dann in der Nacht eben etwas Ungewöhnliches passieren sollte, dann muss das nicht zwangsläufig immer gefährlich oder bedrohlich sein. Wenn eure Abenteuergruppe zum Beispiel einem übernatürlichen Wesen in der Nacht begegnen soll, dann kann das ja entweder freundlich sein und der Gruppe helfen oder zumindest neutral und der Gruppe einfach nur einen harmloseren Streich spielen. Auf meinem Kanal findet ihr weitere spannende Inspirationen aus der Geschichte. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich freue mich, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin.